Leute und anderen, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Rocket League zusammen mit Jörg. 2 gegen 2, Ranked gegen Kritz und Askela Jelba. Asika kommt der Scheiße. Okay. Gegen die haben wir trotzdem gerade eben gespielt. Ja, gegen die haben wir gerade eben schon mal gespielt, wo ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Oh shit. Und haben gewonnen. 4-2. Und das ist ihre Waffe. 4-1 oder nicht? Ich glaube 4-2. Und ich glaube, das ist jetzt ihre Rache. Komm. Ich schaff's inzwischen zumindest am Dach zu landen. Ich schaff's zwar nicht ins gegnerische Tor reinzukommen damit, aber ich lande schon mal am Dach. Wenn ich weiter übe, dann kann ich bald den Gary. Und dann ist... Oh, Lex! Ich bin gerade ins Tor reingerutscht wegen dich. Oh nein. Gegen den scheiß Lex. Ich hab meinen 100er Bus verfehlt. Oh, der könnte kommen. Machst du? Ich versuch's ja. Der kommt wieder. Ich stehe aber falsch. Stehst du jetzt richtiger? Nein, jetzt stehe ich gut, aber... Du gehst halt nochmal. Nein, oder? Ich mach einfach. Okay, dann machen wir nochmal. Wir geben dir noch eine zweite Chance. Okay, wir geben dir noch eine dritte Chance. Jetzt mach ich. Nein! Ah, sein Wichser, den wollte ich mit dem Fahrrad jetzt reinmachen. Der klaut mir meinen Boostbus. Was? Wie hat er das gemacht? Okay, Respekt. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal gleich die neue Replay-Aktie, jetzt, die wir in der letzten Folge uns hier entwickelt haben, zugute, weil das Tor war schön. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1... Replay! Ich komme... Daneben. Hast du den? Jo. Mal schauen. Ja, oh, und der springt so richtig weit. Behindert weg. Boah! Der wäre so schön offen, du. Okay. Oh. Nein. Nein. Yes! Wäre auch ein Glück gewesen, wenn nicht. Richtig schön. Ich habe mit Absicht irgendwie gespielt, weißt du. Aha, okay. Vorlage? Nee. Oh. Warum fällen die es immer, wenn ich dann glaube, dass sie eh treffen? Schade, wäre der jetzt reingegangen. Achtung, der kommt. Oh, Pfosten. Der Pfosten des Todes. Ich würde jetzt gerne sehen, wie du dagegen... Ah, okay. Ui. Okay. Replay.
So schöne Sachen können wir uns ja nicht entgehen lassen. Oh, scheiße. Die besten Fails. Oh, komm! Was? Das war ein Replay. Willst du das auch im Replay haben? Okay, dann 3, 2, 1, Replay! Ich merke schon, die Replay-Idee, die wird zeitaufwendig. Wir sind beim ersten Spiel und haben schon 3 Replays. Nicht sehr schön. Und ich sehe vor lauter fast nichts. Das bist du. Wow. Der war. Nein, nicht dein Ernst, oder? Ich habe ihn nicht reingemacht. Oh. Du hast ihn reingemacht. Ich habe ihn nicht reingemacht. Doch. Du wirst sehen, ich habe ihn nicht reingemacht. Ja, doch, das habe ich ganz genau gesehen. Genau. Ja, guck's dir an, du hast ihn reingeschossen. Er hat ihn getroffen. Du hast ihn. Er hat ihn getroffen. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Den habe ich gestriffen. Dann streif ihn jetzt mal bitte ein bisschen besser. Nochmal vielleicht? Nee. Nee? Okay. Der wäre aufs Tor gegangen, krass. Aus der Kurve herausfliegen. Oh, shit. Schön. Das ist noch 4 Sekunden im Tor, oder? Ja. Machen wir. Fahren wir mal besser beide. Ja, würde ich auch sagen. Das Ding muss jetzt durch. Ich bin am Dach. Okay, ich hab geholt. Ihn. Oh nein! Nein! Wäre zu schön gewesen. Okay, erste Runde verloren. Mit 3 Replays. Wir sind in der nächsten Runde gibt's kein Replay. Wir sind echt behindert. Mal gucken. Also in der nächsten Runde wäre ich dafür, dass wir einfach so ein Tor nach dem anderen so ganz easy reinhauen. So komplett ohne Skill. Sodass wir keine Replays brauchen. Finde ich eigentlich echt schön. Spart mir auch einiges an Renderarbeit und Schneidarbeit und so, weißt du? Sind zumindest mal wieder andere Gegner, und zwar der Fischmaster Gorgios. Der wünscht uns viel Spaß. Oh, wir wollten ja mal stehen bleiben. Genau, das müssen wir eigentlich auch mal testen, jetzt wieder stehen bleiben. Ach, nimmst du den, oder? Jo. Ich wollte nur warten, was der macht. Okay, ich stehe in der Mitte. Okay, mach das. Okay, so weit dann doch. Ja, passt doch alles. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ja, mach das in der Mitte stehen bleiben, weil ich wusste, dass ich den reinmache. Ja, danke, ne? Aber der Schuss war auch gut. Aber ich glaube, dafür brauchen wir echt kein Replay, weil das war ja echt Pipifax. Ups. Echt? Oh Mann. Oh nee, der verspringt ja nicht vorgegen am Ball. Ups. Ja, aber schau, ich habe die Situation auch wieder gerettet. Wäre der jetzt reingegangen, das wäre... Du spielst alleine, ne? Ich habe 0 Punkte. Schaffst das schon. Ich schaff gar nichts. Hast du gerade gesehen, wie hart ich rumgefailt habe? Erst dann Fail. Und jetzt hat der Fail ist richtig geil. Oh, ich hatte ihn sogar fast. Oh, es sah in meiner Perspektive einiges schlechter aus. War es ja gar nicht so übel. Oh. Dankeschön. Sorry, aber der dahinter kam, da.
ich hab versprungen. Oh, die springen beide drauf. Oh! Was? Warum ist der denn schon wieder da? Weil der Boost hat, also nicht. Doch, ich habe auch Boost, aber... Du hast ihn nicht eingesetzt. Ja. Oh, was machen die? Ich komme auf die nicht klar, die machen immer so random Scheiße. Boah, zum dann einmal das? Dann treffen sie auf einmal wieder viermal hintereinander und dann treffen sie wieder gar nichts mehr. So total random. Oh, nee. Oh nein, verhungert. Ah, oh, shit, falsch gesprochen. Ja. Komm! Nice. Meinst du, das hat ein Replay verdient? Meinst du das? Muss nicht sein. Muss nicht sein, okay, dann. Der war schon. Wir's. Ja, man hat sich hier sehr schön gesehen. Okay, das war okay. Wir müssen ja hier die Replays nicht überstrapazieren. Die armen Replays. Die möchten auch mal Feierabend haben. Ja, warum nehmen wir auch so spät auf? Oh, geil. Alter, das... Die bringen mich so durcheinander, das ist echt... Kommt ja wieder, geil. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll. Okay. Und das keine geile Vorlage war. Ja, war's, aber leider ist der auch hingesprungen. So, dann nochmal. Wieder dazwischen. Gib mir so viel Mühe. Jetzt, komm. Oh, der war da. Wieder dazwischen. Das gibt's doch gar nicht. Ich glaube, jetzt sollten wir es dann langsam haben. Ja. Wäre auch blöd, wenn wir das wieder verlieren würden. Oh. Ah, okay. Also, da würde ich eigentlich noch nicht aufgeben, aber... Okay, es ist okay. Dann haben wir uns hier die Replays gespart, würde ich sagen, und dann gehen wir mal noch ins dritte Spiel. Das Entscheidungsspiel, nachdem wir das erste verloren haben, das zweite gewonnen haben, geht es ins dritte Spiel. Schon ewig lange keins mehr verloren. Also doch, so vor auch zwei als, Spielen. Ich meine als Gesamt. Ja. Ach so, Folge. Ja, stimmt. Folge haben wir schon ewig keine mehr verloren. Da muss ich dir recht geben, ja. Ich glaube, das liegt an mir. Ich glaube auch. Stimmt. Weil du bist nämlich der allerbeste Rocket League Spieler, den ich je gesehen habe. Danke. Du bist aber auch nicht schlecht. Sehr nett. Oh, wir wollten im Tor stehen bleiben. Ey, es hat fast geklappt, okay? Fuck. Was macht der Ball? Den holst du. Oh mein Gott. Und bitte geh rein, bitte geh rein, bitte geh rein. Oh mein Gott. Replay. Komm. 3, 2, 1, Replay. Warte, wenn der Ball einschlägt. Wenn der Ball einschlägt. Jetzt.
Ja, so ein Tor, das hat, hast du recht, das verdient ein Replay. Fährt der vor uns weg, oder? Keine Ahnung, ich glaube, der will uns ausspielen und wartet, bis wir kommen. Ich habe verlängert. Ich habe nochmal verlängert. Ich habe nochmal verlängert. Ich bin leider nicht da. Und ich habe schon das doch auch alleine. Ja, das war die Verlängerer-Streak. Guck, ich muss gar nicht da sein. Schaffst du das auch alleine? Ja, weil ich doch der allerbeste Spieler bin und doch nicht du. Habe ich mich getäuscht. Und was war das eben gerade von mir? Also ich fand mein Tor definitiv besser. Achso, ja, ich glaube auch. Ja, okay. Du bist der allerbeste Rocket League Spieler. Und wieder 10 Euro. Wie jetzt? Oh fuck. Jetzt nochmal 10. Warum? Bekomme ich oder was? Nee. Hast du wieder nicht vertraut, dass ich den clear, weißt du? Und dann müssen wir wieder hinterhergefahren. Darum haben wir das Tor kassiert. Oh, der kommt auch nicht schön. Ich hab kein Tor. Lalalala. Hier, badabadum. Oh, du bist auch da. Los, hau ich rein. Ja, mach ich. Weißt doch, allerbester Rocket League Spieler und so, bist natürlich du mit deiner geilsten Vorlage ever. Vor allem schon wieder so ein Slow-Mo-Ball, 25 km/h, ne? Ja. Ich könnte die Dinger ja auch mit 120 schießen, aber 25 gefallen mir besser und wir haben schon wieder verpasst, stehen zu bleiben. Ich. Müssen wir wohl nochmal ein paar Tore machen. Den, das haben wir schön gemacht. Und ich habe ihn auch gleich nochmal weggekickt. Und hast wenn ich jetzt Glück hab. Oh nein. Ach, schade. Aber das war die geilste Vorlage, die ich hier gesehen habe von dir. Im Herz. Weil das war so geil, weil du der allerbeste Rocket League Spieler der Welt bist. Wir holen das sicher da. Komm, wo bleibst du? Bin so weit hinten. Aber schau, dank deiner Motivation konnte ich den halten. Okay, das war... Der allerbeste Rocket League Spieler der Welt wollte uns das nur beweisen... Ding, ich wusste nicht, dass der von der Wand dass man Spannung aufbauen dann auch immer wegspringt. Man muss Spannung aufbauen, will er uns zeigen, um den Gegner unter Druck zu setzen. Stehen bleiben. Was zur Hölle? Da hätten wir uns auch sparen können, stehen zu bleiben. Aber okay, wir haben unseren Konter trotzdem. Okay, sehr schön. Oh mein Gott. Sorry. Ja, ich hätte ihn auch nicht gemacht. Ich hätte ihn genauso geschossen wie du. Nur in die andere Richtung. Oh, sehr schön. Wenn der reingeht, kriegst du nochmal ein Replay. Tut mir leid. Oh, oh, oh. Okay, du kriegst ein Replay. Oh mein Gott! Okay, aber das Replay will ich trotzdem, und zwar jetzt. Das war geil. Das war geil. Das muss gereplayed werden. Das war sowas von knapp. Spiel mal auf mich. Aber spielen die jetzt schon immer mit einem Torwart oder? Ups. Richtig. Ich hab... Oh, geil. Außen trifft mit einer Rolle im Flug. Oh, ups. Fuck. Okay, sehr schön, aber du hast mich mit ausgespielt. Aber okay. Oh, der Pfosten. Oh nein. Oh, bitte sag nicht, dass du da jetzt... Der Pfosten war's, Alter. Ich sag's dir. Das ist der Erzfeind. Das ist mein Erzfeind in dem Spiel. Der Pfosten. Der schlimmer wie die meisten Gegner. Oder Teammates.
Der Posten ist sogar noch schlimmer wie meine Teammates, ja? Danke für den Boost. Oh, hast du den Replay verlinkt? Nein, hast du nicht. Oh mein Gott. Nicht schön von mir geregelt. Ich bin ins Tor geflogen. Der Posten hat mich wieder fast gekillt. Aber nur fast diesmal. Ich dachte doch, der Posten ist echt schlimmer wie alles andere. Jetzt. Oh yes. Komm, Vorlage, Vorlage, Vorlage. Yes. Sicherlich kriegst du dafür eine Vorlage. War ja auch sehr schön vorgelegt von dir. Aber ich sag ja, die langsamen, die irgendwo auf der Stelle stehen, das ist meine Spezialität. Die Dinger verwandle ich astrein jedes Mal. Keine Ahnung, ich denke, das kommt vom Billard, dass ich das so gut abschätzen kann, weil ich spiele hobbymäßig immer wieder mal Billard, weißt du? Und ich bin nicht da. Okay, dann probier's ich. Aber es war nicht schön. Ah, fuck. Finger an der Wand. Wie ein Kaugummi. Eigentor! Nein, komm, den hätte er so oder so gemacht. Eigentor! Den hätte er so oder Eigentor. So gemacht. Den hätte er so oder so gemacht. Guckst du doch an. Bumm. Eigentor. Replay. Es war kein Eigentor. An der Stelle soll man mal unter die in die Kommentare schreiben, ob das ein Eigentor war oder nicht. Also ich finde schon, weil du hast ihn ja reingeschossen. Die Gegner hätten bestimmt noch verschossen. Nein, hätte er nicht. Wenn wir uns jetzt noch eins einfangen. Oh, der Pfosten hat dir diesmal geholfen zu wenden. Yeah, die Folge geht mal wieder an uns. Und ich bin ein Punkt vor Silber. Ein Punkt vor Silber. Mir fehlen noch 23 für Gold 1. Aber ich bin neuer Level. Rang 37 Veteran. Und damit würde ich sagen, machst du es an der Stelle wieder mit der heutigen Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin. Servus und ciao. Ciao.